Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode The Long Dark. Wir sind hier immer noch auf dem Hügel bei dem zerstörten Aussichtsturm. Neben Fred. Moment, wo ist Fred? Ach, hier. Neben Fred, der es leider nicht geschafft hat. Jetzt hier einsam erfroren. Nun gut, Fred. Wir werden jetzt versuchen, uns zu orientieren, trotz diesem Nebel, und vielleicht den Weg zurückzufinden in das Gebäude, in dem wir waren, vorhin, und dort die Nacht verbringen. Aber gut, wir laufen wieder runter. Ich muss nur kurz aufs Gewicht schauen. Wir haben 33 Kilo, das ist immer noch in Ordnung. Haben zwar das Risiko für Verstauchungen leicht erhöht, aber schauen wir. Das Runterlaufen geht auf jeden Fall rucki zucki. Wir laufen im Nebel. Meine Katze sitzt hier neben mir und starrt mich die ganze Zeit an. Ja, ist schon gut. Liebe Maxi, alles gut. Ich bin ja hier bei dir. Scheiße, Freunde, es wird so neblig jetzt, wir sehen gleich gar nichts mehr. Ihr müsst euch mal vorstellen, der Nebel wird ja jetzt noch schlimmer und wenn dann Nacht auch noch ist, dann ist es echt the long dark. Also dann werden wir es nicht lange schaffen. Vor allem, wenn wir nicht genau wissen, wo wir sind. Ich kenne zwar den Großteil der gesamten Spielwelt, aber es ist so riesig, dass man schnell was verwechselt und dann nicht mehr weiß, wo man ist. Und dann kommen noch die Wölfe hinzu, die Bären und später auch die Elche, glaube ich. Ja, Elche. Und dann sitzen wir völlig in der Scheiße, wenn wir bis dahin keine Waffe haben. Okay, also ich glaube, wir sind hier links gekommen, also werden wir. Aber da war der Wolf auch. Freunde, das wird jetzt echt gefährlich werden. Wir rüsten schon mal den Stein aus, denn mehr haben wir momentan nicht. Ich kann hier jetzt auch nicht einfach schleichen, weil. Okay, ich entscheide mich und ich laufe nicht hier zurück. Ich gehe jetzt hier diesen Weg hoch. Und ich weiß, dass hier wo ein Weg sein muss. Weil hinten ist wieder der Wolf und ich denke, das geht nicht gut aus für uns. Wir müssen hier jetzt nur den Weg finden und dann versuchen, auf dem Weg zu bleiben. Ah, hier sieht es gut aus. Hier sieht es gut aus. Okay, der letzte Part, habe ich gesehen, ist dann doch nicht länger geworden. Ja. Ist aber egal, denn ich werde die nächsten Tage wahrscheinlich mehrere Parts pro Tag hochladen. Da mir das Let's Play momentan sehr viel Spaß bereitet. Okay, wir bleiben hier auf dem Weg. Aber was sie immer noch nicht in dem Spiel gefixt haben, ist, wenn du Handschuhe anhast und dann hier mit dem Stein rumläufst, hat er keine Handschuhe an. Und ich denke, also ich würde die Handschuhe nicht ausziehen, nur weil ich einen Stein werfen will. Hier bei minus. Okay, können wir jetzt gar nicht genau sagen, wie kalt es ist, weil durch den Wärmebonus ist es nur eine gefühlte Temperatur. Aber ich würde sagen, minus 10 Grad haben wir, oder minus 15 auf jeden Fall. Jetzt mit dem Nebel wird auch die Kleidung... Ah, noch nicht. Dann fängt an, dass die Kleidung nass wird. Und wenn die Kleidung nass ist, gefriert sie. Und dann hast du Unterkühlungen. Das ist dann alles schwierig. So. Sind hier jetzt Container, wo wir reingehen können, die Nacht verbringen? Das ist die Frage, Freunde. Ich sehe nämlich überhaupt nichts mehr.
so falsch können wir nicht sein, weil... Kann ja auch sein, dass wir gerade an etwas richtig Coolem vorbeilaufen und wir sehen es nur nicht. Komm schon, gib uns irgendetwas, wo wir reingehen können. Denn ich will hier jetzt nicht ein Feuer machen und die Nacht hier in der Wildnis verbringen. Kommt mit Sicherheit noch ein Schneesturm auf, das war's dann für uns. Da wir hier nicht mal wirklich windgeschützte Plätze haben, um ein Feuer zu machen, das wir lange halten können. Okay, aber so falsch können wir nicht sein, weil... Gefühlt müssen wir hier links hoch, aber ich laufe jetzt hier mal weiter, weil das hier immer noch nach dem Weg ausschaut. Das Problem ist, wir sehen ja jetzt nicht mal... Oh Gott, Mädchen, musst du jetzt gehen? Ich dachte schon, das wäre ein Wolf. Mein Gott. Okay, wir packen den Stein jetzt mal weg. Komm schon. Ja, ich weiß nicht. Ja, aber das hier sieht immer noch nach Weg aus. Wir laufen hier einfach mal weiter. Da wir hier... Moment. Kein Gebäude sehen. Das war keine gute Idee, hier im Nebel rumzulaufen. Ah, wenn hier die Gleise sind, können wir uns zumindest orientieren. Yay! Leute, wir sind, ich denke, sehr gut. Jetzt laufen wir rechts weiter. Denn links geht es, denke ich, zum Katerstausee. Ah, hier sind wir, okay. Hier waren aber vorhin auch die Wölfe. Vielleicht haben wir ja jetzt Glück und es ist niemand da. Dann könnten wir da drin die Nacht verbringen. Aber da muss ich mir jetzt noch ansehen, wie viel Brennholz wir mit haben. Ah, hier waren wir schon, oder? Ja, hier waren wir schon. Aber ist nicht so schlimm. Ich muss jetzt mal schauen. Okay, von da sind wir gekommen. Mein Gott, ich dachte jetzt schon wieder... Hier verliert man so leicht die Orientierung. So, wir schauen. Wir haben dreimal Altholz und... das Zedernholz. Zwei Stöcke. Okay, wenn wir noch ein bisschen Holz sammeln... kriegt das Holz hier mal ab. Das auch. Dann die Stöcke. Das Zeitungspapier. Zunderbündel. Das hier. Und die Bücher. Ich will jetzt nur kurz ein bisschen Platz im Inventar schaffen, weil wir werden nochmal rausgehen und... noch ein bisschen Holz besorgen. Okay, das reicht. Okay. Wir versuchen unser Glück. Hier muss es doch irgendwo noch Zweige oder irgendwelche Baumreste geben, die wir verarbeiten können. Ich will ja nicht zu weit weglaufen, da
ich Angst habe, wir finden nicht mehr zurück. Was haben wir hier? Ah, ja, das sieht gut aus. Hier werden wir etwas mitnehmen. Und zwar die Zweige, die bringen uns zwar nicht so viel, aber sie bringen dem Feuer sehr viel Hitze hinzu, was auch gut ist. 10 Minuten, 5 Minuten. Okay, wir machen die 10 Minuten. Da wir eigentlich zeitlich noch mehr als genug Zeit haben, bevor es dunkel wird. Okay, dann nimmst du das mit. Ich hätte zwar jetzt noch gerne vielleicht einen Zedernast oder irgend so etwas gehabt, aber wie es aussieht, haben wir das Glück nicht. Nun ja, es ist ja nicht so schlecht, wenn wir da drinnen bleiben, weil da können wir jetzt unsere Bücher noch lernen. Wir haben noch etwas Ausdauer übrig. Gut. Aber wir können ja auch unseren Fußspuren folgen. Aber wenn Schneesturm ist, bringt uns das gar nichts. Da verschwinden die sofort. Ja, es werden mit Sicherheit hier die Wölfe kommen in der Nacht. Aber das wird uns nicht stören, weil wir machen hier diese kleine Türe zu und sind dann soweit sicher. Okay, das Feuer werden wir erst anmachen, wenn es dunkel ist. Jetzt sammeln wir unser Zeug wieder auf. Weil, wenn wir es nicht im Inventar haben, zumindest die Axt und so weiter, verliert es Haltbarkeit. Das wollen wir nicht. So. Feuer machen wir dann später. Das funktioniert hier. Okay, dann können wir unseren Schlafsack schon mal auflegen. That guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right now. Wie drehe ich denn? Ach so. Okay. Geht das so? Ja, ich hätte ihn aber gerne. Ja, okay, das geht. Dann können wir nämlich das Feuer später hier machen. Genau, dann passt das. Okay, jetzt schauen wir. Wir werden jetzt etwas trinken. Am besten diese Dosen. Hier und haben wir nicht noch so eine Brause gehabt? Nee. Na gut, wir könnten das hier noch essen. Ist eigentlich egal. Nehmen wir das hier noch. Ach so, wir haben kein Antibiotika. Ja, hoffentlich geht's gut. Wir müssen auch aufpassen, dass wir uns keine Darmparasiten holen, wenn wir haben kein Antibiotika und das wäre unser Ende. Ja, wir haben kein Antibiotika. Ach so, ne, wir könnten dann diese Tees verarbeiten, die wirken auch antibiotisch. Aber kein Problem. Wir werden jetzt. Was ist am sinnvollsten? Zielen mit dem Bogen. Ja, mach mal eine Stunde. Okay, jetzt wird's dunkel. Aber ich glaube, eine Stunde. Würden wir, glaube ich, noch schaffen. Oh, it's getting dark out here. Ah, jetzt wird es Nacht. Jetzt machen wir unser Feuer an. Oder? Oder schaffen wir noch eine Stunde, Tatsache? Bevor es dunkel wird und sie nichts mehr sieht? Yay! Sehr gut! Jetzt werden wir das hier. Ja, wir könnten es am Feuer erhitzen und so weiter, aber sehe ich jetzt keinen Sinn darin. Dann etwas trinken. Und jetzt probieren wir, ob noch genug Licht ist, dass er im Dunkeln noch was lernen kann. Tatsache. Das ist perfekt. Manchmal ist es in der Nacht so dunkel, dass man nichts sieht. Okay, das war's. Dann haben wir das Buch auch verarbeitet. Jetzt machen wir trotzdem ein Feuer an. Weil ich hier nicht schlafen will und dann riskieren will, dass ein Schneesturm kommt in der Zeit, wo wir schlafen und erfrieren. Will ich nicht riskieren. Daher werden wir nur so lange schlafen, wie auch das Feuer aktiv ist. 35% Erfolgschance.
40%. Zunderbündel, aber mit dem Stock 55 und mit dem Buch 75. Das hier können wir nehmen, das haben wir schon gelernt. Wir könnten auch einen Brandbeschleuniger nehmen, aber den würde ich mir gerne noch aufsparen für einen Notfall. Okay, probieren wir das so. 75%ige Chance, dass es klappt. Sieht gut aus. Ich hatte in dem Spiel noch nie so viel Glück beim Feuer machen. Bis jetzt hat jedes Feuer auf Anhieb geklappt. Okay, wir werden als erstes natürlich die Stöcke vermeiden, damit wir hier mal auf Temperatur kommen. Du wirst das Altholz verbrennen und die drei Zedernholz verbrennen. Dann haben wir 7 Stunden Feuer. Dann kannst du hier eigentlich ohne... Okay, mach mal 6 Stunden. Ach, sollten wir... Moment. Ich habe eine bessere Idee. Und zwar machst du hier Garen. Wir haben ja schon wieder eine Dose. Dann machst du einen Kräutertee. Weil wir durch den Tee mehr Bonus bekommen durch Schlafen auf die Ausdauer. Mach noch einen Tee. Okay, dann haben wir hier 6 Stunden. 6 Stunden 57 Minuten. Dann würde ich sagen, wir schlafen mal 5 Stunden. Hoffentlich geht das gut. Perfekt. Verbessertes Ausruhen abgelaufen. Jetzt machen wir nochmal so einen Tee. Dann haben wir hier noch eine Stunde, oder? 3 Stunden sogar. Sieh dir das an. Dann werden wir nochmal 3 Stunden schlafen. Da wir so gut als möglich ausgerüstet. Perfekt. Das wird Tag. Wie viel haben wir hier jetzt noch Zeit? 1 Stunde 17 Minuten. Da werden wir noch schnell einen Tee machen. Und wir haben sogar noch Kaffee im Inventar, habe ich gesehen. Okay, dann machst du diesen Hagebutten-Tee. Schauen wir, können wir da noch einen machen? Nee. Okay, dann machst du noch einen Kräutertee. Da wir den mit Sicherheit brauchen werden und... Ja, das reicht eigentlich. Wie viel Zeit? 1 Stunde 4. Dann machst du hier zumindest einen halben Liter Wasser, würde ich sagen. Dann nimmst du das mit. Das mit. Perfekt. So, können wir hier... einmal aufzeichnen. Okay, also hier waren wir vorhin. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier wieder zurück, weil ich wollte eigentlich zu der Hütte laufen. Okay. Wir werden was trinken. Ach, mehr Wasser haben wir gar nicht mehr. Okay, muss reichen jetzt mal fürs Erste. Dann haben wir noch ungefähr einen halben Liter. Jetzt könntest du hier noch eine Stunde schlafen, da verbessertes Ausruhen noch aktiv ist. Okay. Wie es aussieht, haben wir jetzt sogar... Ja, aber die Holzkohle nehme ich. Auseinandernehmen. Mein Gott, jetzt hat er 10 Holzkohle mit, die brauchen wir ja nicht. Schmeiß 9 weg. So, perfekt. Dann machen wir uns auf den Weg. Achso, jetzt schneit es. Das heißt, es wird bald ein Schneesturm kommen. Wir schauen jetzt nochmal auf der Karte. Wir werden hier runterlaufen.
Hier lassen wir offen, falls wir das nächste Mal aus irgendeinem Grund hier schnell hier rein müssen. So. Wir werden jetzt zum Rätselsee durchschlagen und dann nochmals versuchen, unten den Weg zu nehmen zu dem besagten Haus, wo ich hin will. Sind wir hier richtig? Ja, ich denke schon, wir müssen eigentlich... Ja, ich denke, es wird mal... Hier ist da die Brücke. Brücke ist gleich Katerstadion. Das bedeutet, hier ist der Katerstadion. Das heißt, wir müssen doch in die Richtung laufen. Ja, sorry Leute, wir laufen ein bisschen im Kreis rum, aber ist leider so, da können wir jetzt nichts dran ändern, weil wir uns hinten verlaufen haben mit dem Wolf. Naja. Wir versuchen jetzt, dass wir uns zum Rätselsee durchschlagen. Dort werde ich dann kurz die Ausrüstung sondieren, was wir haben, und danach versuchen wir nochmals den Weg zu laufen. Zu der Hütte zu kommen. Oder wir ziehen in einen durch. Ja, müssen wir schauen, wie jetzt sich das Wetter entwickelt. Wenn wir wieder jetzt noch stärkere Nebel bekommen, dann können wir das da hinten vergessen. Also sind wir ja da hinten. Wir wollten eigentlich entlang der Bergkette laufen. Komplett falsch. Unterwegs gewesen, dank diesen beschissenen Wölfen. Okay, zum Glück ist es gerade nicht so kalt. Ach stimmt, das hier hatten wir auch nicht durchsuchen können, weil nämlich da auch Wölfe gewesen sind. Da müssen wir jetzt schauen, vielleicht haben wir jetzt Glück und können dahin. So Leute, ich rüste nochmal den Stein aus. Die sollen den Kadaver hier fressen und doch nicht uns angreifen, denke ich mir gerade. Was haben wir denn hier? Antiseptikum, was wir nicht brauchen, zweimal Fackeln, ein Jagdmesser. Oh, lucky day. Ja, die sind nicht schlecht. Jetzt haben wir Verstauchungsrisiko, Federn. Okay, hier können wir, glaube ich, soweit ich mich erinnere, nicht rein. Wölfe? Nee. Nee, hier können wir nicht rein. Schade. Schauen wir noch kurz auf diese Seite. Ah! Alter, ich wollte schon gerade vorbeilaufen. Gott sei Dank. Oh mein Gott! Leute! Ich wollte in diesem Augenblick vorbeilaufen. Und dann dachte ich mir, ach, schaust du noch kurz ums Eck. Und hätte ich das jetzt nicht gemacht, hätten wir die Waffe übersehen. Sehr gut. I could use this. Sie ist sogar in relativ gutem Zustand. Cool. This pack is getting kind of heavy. Perfekt. Hat der hier jetzt noch etwas Munition? Er hat das Schusswaffenputzset, Revolverpatrone, Revolverpatrone. Hat er den Revolver auch? Okay, oder nicht. Okay, dann schauen wir mal. Ach scheiße, wir haben nicht mal A4 Kugeln. Perfekt. Ja, Freunde. Wir können uns etwas sicherer fühlen. Jedoch sind 4 Schuss nicht viel, aber sie werden reichen fürs Erste.
Wir werden uns jeden Schuss sehr gut überlegen müssen, den wir abgeben. Ja, cool, Freunde. Wir können uns endlich etwas sicherer fühlen, da wir jetzt endlich die Waffe haben. Was für ein Glück, dass ich hier noch... Ich wollte, weil ich mir dachte, ach, hier kannst du sowieso nicht rein, laufen wir hier weiter. Und dann dachte ich mir, schaust du noch kurz um die Ecke. Freunde, hätten wir das nicht gemacht, hätten wir hier diese mega geile Ausbeute übersehen. Mein Gott. Schön. Hört ihr die Wölfe im Hintergrund? Jetzt können wir uns zumindest verteidigen. Wir haben zwar nur 4 Schüsse, der Waffenskill. Jetzt wird die Kleidung nass, seht ihr? Wenn es dann kalt wird, wird sie gefroren. Und dann unterkühlen wir schneller. Ich wollte euch eigentlich das nur kurz zeigen. Mit den Skillpunkten. Wo sind denn die Skillpunkte jetzt? Das ist, was wir alles herstellen können. Hier. Hier. Gewehrschießen. 1, Einsteiger. Du bist sehr unerfahren mit Schusswaffen und noch unsicher im Umgang mit dem Gewehr. Du weißt, wie man es lädt und abfeuert und welches Ende man auf das Ziel richten muss. Aber das war's dann auch. Grundfertigkeit mit dem Gewehr, Stufe 1 Einsteiger. Ja, wir haben keine Ahnung von Schießen. Wir wissen nur, welches Ende auf das Ziel gerichtet gehört. Was für eine Ansage. Und ja, wir können noch so gut zielen und noch so gut sein. Das bedeutet... Ach nee, Alter, euch läufe ich jetzt sicher nicht rein. Muss ich die wieder umlaufen jetzt? Ich will... Unnötig will ich keine Kugel vergeuden. Da wir nur 4 haben und hier sind 1, 2, 3, 4 Wölfe. Nee, da müsste jeder Schuss sitzen. Das ist mir jetzt zu gefährlich. Okay, wir trinken nochmal was. Okay, da der letzte Part nicht länger wurde, wird dieser Part etwas länger werden. Da ich hier in der Wildnis den Part nicht beenden möchte, sondern zumindest in ein Gebäude möchte, wo wir in Sicherheit sind. Okay, Freunde. Ja, an dieser Stelle kann ich nochmals erwähnen, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, vielleicht das ein oder andere Like hier lassen würdet und Kritik oder auch positives Feedback oder auch negatives Feedback gerne in die Kommentare. Ich bin über alles dankbar und freue mich über jeden, der sich diese Videos hier ansieht. Okay, wir werden die Wölfe hier umlaufen. Also, The Long Dark hier wird, denke ich, ein längeres Projekt werden. Wahrscheinlich wird es eine zweite Staffel geben, wo wir dann auf Interloper, also Eindringling, spielen werden. Und ja, Projekte, die in Zukunft eventuell geplant sind, oder die eigentlich geplant sind, ist Gold Rush The Game. Gold Rush The Game werde ich demnächst nur eine Folge veröffentlichen, wo ich euch zeige, um was es in dem Spiel geht, wie weit ich schon bin und ob euch das überhaupt gefällt. Eventuell wäre es, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob ich das mein PC, den ich derzeit habe, auch so unterschaufelt, also leistungsstark genug ist, damit ich auch Sniper Elite 5 mit Aufnahme im Hintergrund auf Full HD bewerkstelligen kann. Zumindest die Kampagne, vielleicht das ein oder andere Match Multiplayer.
Ansonsten könnten wir noch Sniper Elite 4 machen. Was spiele ich noch zurzeit? Ja, ich spiele hin und wieder ein paar Runden Counter-Strike Global Offensive. Jedoch möchte ich das nicht unbedingt let's playen. Erstens, weil ich überhaupt nicht gut bin in dem Spiel und zweitens, weil ich mich da nur aufrege. Okay, Freunde, wir sind wieder hier angekommen, wo wir schon waren. Schade, schade. Aber nun gut, wir haben zumindest das Brecheisen gefunden, eine Waffe gefunden, 4 Schuss gefunden. Haben mehr als genug Ausrüstung. Wir werden hier jetzt noch... Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier Aktionen auffüllen. Weil dann ist diese Lampe zu 3/4 gefüllt. Ach, das sind nur Hülsen. Perfekte Revolvermunition hätten wir auch, 18 Schuss. Okay, wir werden jetzt unsere Waffe mit dem Gewehrputzset noch reinigen, dass die zumindest 100% Zustand erreicht. Ja, am Anfang, wo auch wie jede Fähigkeit in diesem Spiel noch nicht geskillt ist, bekommen wir für einmal reinigen hier 5% Abzug und da nur ganz wenig dazu. Das wird aber im späteren Spielverlauf besser. 97%. Ach was, machen wir nochmal. Egal, dann haben wir zumindest 100%. Perfekt. Wir haben Wetzsteine und könnten unsere Axt schärfen. Jedoch haben wir 2, also sehe ich da noch keinen Sinn darin. Jagdmesser haben wir auch 2. Wir können jetzt noch einen kurzen Blick über unsere Kleidung werfen, ob wir hier etwas reparieren müssen. Aber... Das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Wir hatten hier doch auch etwas versteckt. Muss ich jetzt noch kurz schauen. Wir hatten hier... Genau, hier hatten wir ja noch ein paar Lupe Holz. Okay, wir werden hier auf jeden Fall Antiseptikum da lassen. Okay, die ist voll. Dann packen wir hier noch was rein. Wir werden Antiseptikum da lassen, da brauchen wir jetzt nicht so viel. Oder eine andere Überlegung, sollten wir das alles jetzt schon zum Katerdamm transportieren? Okay, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich diese Sachen, die wir hier hinterlegen, offline zum Katerdamm bringen soll. Oder ob ich es in eine Folge des Let's Plays packen soll. Also, das wird dann wahrscheinlich eine langweilige Folge, da wir einfach hier nur das Zeug nehmen und dann wahrscheinlich ziemlich überladen und langsam zum Katerdamm laufen und das dort hinterlegen. Das wird dann im Laufe des Let's Plays öfters passieren, dass wir Loot von A nach B tragen müssen. Jetzt ist die Frage, das lasse ich euch offen. Sollen wir das ins Let's Play packen oder offline machen? Oder soll ich es offline machen? Mir ist beides recht, aber ich richte mich da ganz nach euch. Okay, in diesem Sinne. Schauen wir hier noch kurz, was wir hier noch da lassen. Ja, ich weiß nicht, sollten wir eine Axt hier lassen? Ja, lass eine Axt und ein Messer hier. 3 Fackeln hier, dann die, weil die bekommen wir hier noch raus. Nähzeug nimmst du mit, die Signalpatrone
Nimmst du auch mit. Okay. Die Federn kannst du hier lassen. Ja, die haben wir immer noch nicht verwendet, aber demnächst werden wir wohl sie wohl verwenden müssen, da sie sonst kaputt gehen. Ich glaube, wir lassen dreimal Brandbeschleuniger hier. Die Zeitung. Okay, wir schauen jetzt schnell, ob wir Zunderbündel. Achso, hier bekommen wir 4 daraus. Okay, mach hier mal 8 Zunderbündel, das reicht. Rest lassen wir hier. Wie ist das Zunderbündel denn so schwer oder wie? Ne, wir haben das Verstauchungsrisiko jetzt bekommen, weil sie müde wird. Aber das darf sie sein, sie war heute viel unterwegs und fleißig, hat die Waffe gefunden. Was wollen wir mehr? So, Zunderbündel. Dann lass das da. Und 2. Dann sind wir bei 0,3 Kilo. Okay, lass noch 2 da. Denn wir sollten so leicht als möglich unterwegs sein. Also ein Antiseptikum möchte ich auf jeden Fall immer dabei haben, falls wir von Wölfen gebissen werden, dass wir gleich desinfizieren können. Die Notfallspritze ebenso ist wichtig, wenn unsere Gesundheit auf Null fällt, dass wir uns noch ein letztes Mal für kurze Zeit retten können. Schmerzmittel, aber das ist nicht schwer. Okay, wir lassen das hier, weil die werden wir als erstes verbrauchen, danach die und die, also könnten wir eigentlich die auch noch da lassen. Aber wir müssen rechnen, dass wir immer 2 brauchen pro Einsatz. Das wären 3, 6, 8. 8 mal Schmerzmittel, ja, das reicht eigentlich. Die Bücher müssen wir noch lernen. Und hier. Okay, Freunde. Ja, hier sind auch Wölfe. Oh Gott. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, ob ihr das wollt, dass wir uns die Gebäude näher anschauen. Sprich, zum Beispiel hier dieses Foto. Ja, der Fisch ist jetzt nicht interessant, denn der kommt oft genauso wie er hier ist im Spiel vor. Aber das Bild ist schon ein Highlight, also jedes Gebäude hat immer so einzigartige Bilder. Hier haben wir auch eins. Und hier. Und hier. Das können wir aber noch besser. Willkommen. Willkommen hier bei meinen oder euren Let's Play. Von eurem Wacko. So, okay, Freunde. An dieser Stelle werde ich hier diesen Part beenden. Wir werden, glaube ich, ja, okay. Freunde, an dieser Stelle werde ich hier den Part beenden. Wir sehen uns in der nächsten Episode The Long Dark. Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Tag oder schöne Nacht, je nachdem, wann ihr das ist, Let's Play hier anschaut. Danke fürs Zusehen und schönen Abend.